So, herzlich willkommen zurück. Diesmal in der neuen Zone. Ich bin immer noch der Fette und mein Mate, der... Ich bin behindert! Warte das. Jener, okay. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Genau. Erstmal Skekzilla töten. Da bin ich fett dabei. Da, ich hab die Ausfahrt verpasst. Ist doch gut, alles wie gestern. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ja, wir müssen da hoch. Nicht da hoch. Oder wobei? Nee, schaffen wir nicht. Nee, gibt's keine Chance. Wir müssen außen rum. Hör auf mich zu schießen, Herbert! Das war das einzige Wasser an diesem Ödland und du hast es einfach ignoriert. Hashtag ignoriert. Was machst du da? Diese Rampe zu benutzen. Fliegen! Ich konnte ihn nicht töten. Ich war nicht mächtig genug. Skekzilla Köder ausgelegt. Haben wir den Köder? Oder holen wir den da, wo wir gerade hinfahren? Ich weiß es nicht. Ja, da ist der Köder, würde ich mal sagen. Ich sag's echt nur, aber ich habe vor uns ein bisschen mehr Probleme. Okay. Wahrscheinlich kann die überfahren. Ich steig mal aus. Wegen dem Köder. Jetzt mal. Ich nehme das Zeug mit und dann können wir weiter. Auf und davon! Müssen wir jetzt hin? Okay, wir müssen jetzt zur. Oder? Da hoch, links hoch. Ja, und da müssen wir über diese Brücke drüber, glaube ich. Nee, rechts. Achso, ja, doch, ist eine Brücke. Okay, passt. Da habe ich nichts gesagt. Ich hatte nur gerade Karte offen und habe nicht genau gesehen. Hast du daran gedacht? Sieht wieder aus wie so eine kleine Arena. Ja, aber da wird auch gleich ein Bosskampf. Schau mal, da steht hin. Trouble. Geil, Probleme. Da habe ich voll Bock drauf. Das ist dein Mastermind. Dass da Bock drauf. Wie hat das in diese Schädel reingepasst? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal vor und leg den Köder. Soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Aber ich habe ihn, glaube ich, schon gehört. Ich glaube, er freut sich schon auf sein Essen. Ich hab mal was da reingeschmissen. Hast du mal was vorbereitet? Irgendwie explodiert die Granate nicht. Hat das Viech die Granate gefressen? Das wird sehr unglücklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du meinst. Alter, wie viel Leben hat das Monster? Sehr viel. Bleib bei meinem Brandgewehr. Das macht mehr Schaden. Oder auch nicht. Oh! Mach's Maul auf! Nein, nicht anstürmen! Maul auf! Nein! Okay, dann schieße ich eben ohne Maul auf. Los, Bluffing, töte. Wow! Fucking Laser. Ja, aber wirklich. Jetzt bin ich ein bisschen low. Boah. Ich bin der Tank. Hier geht langsam die Munition aus. Ah, da liegt was. Oh, Granaten. Munition. Das war eine Nade. Okay, spring das mal von mir mit weg. Cool, das macht einen Laser. In der Zeit kann man das Viech gut angreifen eigentlich, aber nicht, wenn man so wenig... Ich glaube, wir müssen vor ihm weglaufen, bis er diese Attacke macht. Ich glaube, das ist die Taktik für den Boss. Weglaufen mache ich die ganze Zeit schon. Aber das reicht ihm nicht. Ich habe keine Muni mehr. Also keine Sniper-Muni mehr. Okay. Sag mal, kann es sein, dass der langsamer läuft, weil er verwundet ist? Ich versuche jetzt mal kurz schnell meine Waffe zu wechseln. Hier, nimm Geschützturm. Erstmal Elektroschaden auf das Vieh. Oh Gott. Also, dass es gleich direkt mit so einem Gegner anfängt, ist natürlich GG. Ja, wir wollen doch die Herausforderung, oder nicht?
No risk, no fun, das ist nicht mein Motto. Schieße mit seinem Hinterteil. Das sind dann die sogenannten Ahnungskugeln. Alter, wie viele P der gerade gab, hast du das gesehen? Ja. Da ist ein Klassenmod für mich. Team Ladegeschwindigkeit fürs Schild, Verteidigung und Unfallstation. Hast du den einen, den du gestern letztes Mal gekauft hast, nicht ausgerüstet? Ja, aber wenn der besser wäre, wäre doch auch nicht verkehrt. Aber. Warte mal. Was habe ich drin? Ah, ich habe zusätzliche Erfahrung drin, gerade. Ja. Hätte das deswegen dazu massiv EP gegeben. Ja. Das lasse ich mal drin. Zusätzliche Erfahrung ist ein Geil. Okay, warte. Wir haben diese Quest noch. Die machen wir auch noch und dann geht man gleich beide ab. Ich glaube, wir müssen da vorne raus. Hier ist, glaube ich, das Tor. Okay. Weil ich hatte, glaube ich, gerade massive Schattenbugs oder. Holy shit. Unser Fahrzeug ist da hinten. Ist es da noch? Ich nehme mal an, oder? Kann das sein, dass es despawn ist? Ich bin mir nicht sicher. Let me have a look. Ja, es ist noch da. Nice. Das du mal von. Jetzt will ich mal bei Vater spielen. Wieso rennt dann. Wieso fliegt dann ein brennender Vogel, Flo? Ich hab mich verklickt. Ich will den töten. Danke. Das hat mich gerade unglaublich befriedigt. Den auch töten. Aber das zählt nicht irgendwie. Oder? Nee. Wir müssen wieder drin töten. Wenn das auffällt, ich habe immer noch keine Sniper-Munition. Hier, stell dich hier in den Radius vom Turm. Geil, dass wir einen Schuss nachladen. Ich glaube, es war weise, das zu skillen. Ich habe nämlich das geskillt, statt dich heilen zu können mit meinen Schüssen. Oder dass ich nichts treffe. Ich glaube, er wird das Fass abgeschossen. Fass des Grauens. Dein brennender Vogel hat ausgerechnet den angegriffen, der schon brennt. Alter, ich treffe halt gerade gar nichts. Vielleicht die Zielhilfe aus Versehen wieder aktiviert? Ich glaube nicht. Ne? Oh Gott, die Waffe ist ja strange. Nimm. Okay, ich habe noch einen Schuss. Auf geht's, Nahkampf. Pow! Pow! Guns, don't kill! Oh. Ich lasse den. Okay, und doch. Den du gerade aus Versehen umgebracht hast? Ja. Warte. Hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auto Combat Rifle Munition. Kann da bitte mal Sniper Munition drauf? Also, ich hab zumindest bald wieder meinen Geschützturm. Immer noch Combat. Alter. Da ist eine Waffenkiste bei mir. Da ist meistens Munition drin. Granaten. Und Combat Rifle Munition. Die hätte ich am liebsten. Nein! Ich hab mich umgebracht. Schaffst du es oder? Ich glaube, ich schaff's. Okay. Ja. Hä? Das Medikit. Ja. Wo werde ich? Von oben. Okay. Da ist ein Soldatenmod schon wieder. Und eine Combat Rifle. On my way. Elektroschockschaden, Fitnessgrenade. Ah, eigentlich schon ziemlich geil, aber die Bonus-EP ist halt auch nice. So, da ich die Waffe nicht so sneaky fand. Wieder, Alter, kann hier mal irgendwo Sniper-Rifle-Munition droppen? Hier liegt tatsächlich überall Comet-Rifle, das ist absurd. Ja. Hier ist nochmal eine Waffenkiste. Hier, stell dich in die Reichweite vom Turm. Ich habe gerade Munition. 7 Schuss habe ich gefunden. Alter, da sind 2 Sniper drin. Eins von denen macht ziemlich viel Schaden. Nimm mal das mal, gucken wir mal. Los, Vogel, töte.
glaube, mit diesem Gewehr kann ich einverstanden sein. Das andere ist ein Explosionsrifle. Also von mir aus kannst du beide nehmen, auch wegen Verkaufen. Oh Gott. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich das gerne. Oh Gott, oh Gott. Schaffst du's? Ja. Was war das? Eine Machine Gun, eine Combat Rifle. Schrotflintenmunition? Granatenmod? Ja. Combat Rifle Munition, danke. Geld? Sniper Rifle Munition. Oh, das, hier sind Shops drin. Oh, erstmal auf. Erstmal da gibt's eine fette Schniebe. Wobei, ja, so gut ist die gar nicht. Die habe ich, glaube ich, gestern. War das die, die ich gekauft habe? Die schaut gar nicht mal schlecht aus. Ich rüste die mal nochmal aus, so scheiße kann die gar nicht sein bei den Werten. Aber 94 Treffgenauigkeit, ne. Ja, das hau ich weg. Die zusätzliche EP ist momentan ziemlich geil. Auch nicht. Will ich auch nicht. Servus. Berserker Klassenmod, okay. Revolver, Sniper. Wir haben eine Granatenmod bekommen. Lege die Schalter des Schnellreisenetzwerks um und aktiviere den Hauptschalter. Ah, anscheinend gibt's das doch, aber jetzt erst. Hey, danke, dass du den Penner das Leben gerettet hast. Ich geb's nur ungern zu, aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere. Vielleicht hast du Verwendung für ihn, bis ich ihm den Hals umdrehe. Okay. Das war die ganze Granatenmods, die ich mit mir rumtrage, verkaufen. So. Muss kurz nachladen. Mhm. Okay. Muss ich gucken, ich habe jetzt, warte, was habe ich noch ausgerüstet? Ich habe die normale Sniper und die. Hier. Ach, die eine kann ich eigentlich verkaufen, die Liquid Sniper. Ich hab die Karre. Fahren wir dann erstmal kurz zurück, weil das treibt uns jetzt noch weiter, diese Quest mit Skagzilla abgeben. Gleich, gleich. Warte mal, ist das ein schwarzes Brett oder ist das das Schnellreise-Ding? Die hier raus. Schnellreise, okay. Jut, jut. So, beide Scharfschützengewehre ausgerüstet. Das erklärt vielleicht, warum du so wenig Muni fürs Scharfschützengewehr hast. Verstehe ich nicht. Muss erst mal nachladen. Skagzilla! Mal schauen, was das gibt. Schon das nicht vorne in der Quest ja, stimmt. Ich sag schon nichts mehr. Es gab einen Sniper. Wow! Alter! Whittings Elephant Gun. Alter! 130% Schaden. Wie viel macht deins? Meins hat 246 Schaden, 49 Förder, 200 Crit und 1 Waffenzoom. Ich rüste sie gleich mal aus. Also meins hat 284 Schaden, 98,3 Genauigkeit, Feuerrate 0,6. 130 okay. Und 200, was hat deine? 247 Schaden, 98,3 Zielgenauigkeit. Ah, weißt du, was das Problem ist? Ha? Der hat kein Zielfernrohr. Ja, ja, aber trotzdem, übel geil, oder? Die nehme ich jetzt im Nahkampf. Easy. Ich probiere die auch mal aus. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch eine Quest hier. Du musst den Hauptschalter umlegen. Hast du gerade meinen Drive-By gesehen auf zwei Reifen? Ja, ich hab's genau gesehen. Ich war voll dabei. Ich bin der beste Mitarbeiter. Absolut. Im Club. Ich habe uns gerade irgendwie schon an dem Pfosten hängen sehen. Dann hätte ich wenigstens sagen können, da ist unsere Quest. Sind da? Was? Ich hab's angeklickt. Ich auch. Dachte ich zumindest.
Alter, was ist das denn jetzt? Überfahr sie alle. Das fleischige Geräusch. Ich sehe einfach wegplatzen. Ah, da ist das bei nächste. Mir, das eine hängt bei mir am Rad nach vorne fest. Nein. Da oben. Ich lass dich machen. Wo ist es überhaupt? Okay, ich werd beschossen. Noch höher. Ich kümmere mich mal um den, der dich beschießt. Er ist sehr unbeeindruckt dafür, dass ich ihn beschieße. Wo ist denn der Hauptschalter? Okay, weiter hinten. Wahrscheinlich wäre das alles schneller gewesen, wenn man es gelaufen hätte. Hey, die Einsteig- und Aussteiganimation dauert länger. Na, ist gar nicht so einfach, mit dem Ding zu treffen, irgendwie. Ja. Bei mir würde das von hinten sich geben, dass ich wieder weg tue. Boah, aber wenn du halt mal krittest mit dem Ding. Aber, nein, danke. Also kann der bitte auf den Rumpf zu wabbeln. Level up! Wow. Warum stand der vor mir? Pistole. Wow! Der hat übrigens einen Assault Rifle fallen lassen. 35 Schaden mit Feuer. Nimm's mal mit. Nee, nimm mit. Nimm mit, ja. Und der hat jetzt gerade eine SMG gedroppt mit 40 Schaden oder so. Dann. Oder was hat die? 30 Schaden mal. Hä? 30 Schaden mal 4? Schießt die 4 Kugeln gleichzeitig? Guck grad mal. Lassen hier Gegner. Oh, ich bin mich gerade am Kratzen. Unfair. Müsste einen Skillpunkt vergeben. Ich probier's das mal. So. Schaut so aus. Ja, die schießen so einen komischen Muster. Oh, dann behalt du sie. Du magst doch viele Kugeln. Nein. Granatenmod. Dass sie da weggeduckt hat. Ja. Okay. Waren Kontaktgranaten mit 40 Schaden. Nochmal eine SMG, die nehme ich auch mal mit zum Verkaufen. Free Willy! Ernsthaft. Irgendwie wäre das Raketenfahrzeug jetzt hier ein bisschen besser gewesen. Okay, gehen wir einfach. Hier? Ja, wieder mit dem Typ da drin. Oh, da oben ist eine Waffenkiste drauf. Sollten wir uns die holen, oder? Komm ich denn da hoch? Vielleicht von drinnen? Ich glaube, ich weiß. Ich geh mal kurz die Quest ab. Ja. Gab nur EP. Fahrzeugpatrouille vernichtet. Holst du ein Fahrzeug mit. Ja, mach ich. Ich glaube, ich weiß, wie man hier raufkommt. Ah ne, das ist nur der Zaun. Wahrscheinlich von der anderen Seite, oder? Lass mal gucken. Wir müssten irgendwie von da drüben, glaube ich, raufspringen. Ich gehe mal nochmal rein. Ja, ich glaube hier. Ja, bin oben. Hä? Bist du jetzt raufgekommen? Ach, jetzt hat er. Ja, stimmt, das ist der blöde Durchgang. Ich bin jetzt außenrum gelaufen. Ja. Die Sniper hat viel Feuerrate. Dafür macht sie auch viel Schaden. Weiß nicht, ob die was für dich ist. Kannst du ja gleich selber gucken. Gleich da. Feuerrate ist halt gut für den Schaden, den sie macht. Ich glaube, die nehme ich mir. Wie das Auto rumhoppelt. Voll der Lowrider. Hast du jetzt eins mit Raketen geholt? Ja.
Wir müssen jetzt die Patrouillen vernichten. Wo finden wir denn viele von denen? Ich könnte mir meinen Skillpunkt... Oder, ah, scheiß, kann ich nicht, wenn ich im Fahrzeug bin. Muss meinen Skillpunkt noch vergeben. Okay, der hat nicht gezählt. Warte mal. Ja, aber die waren schon tot. Hinten. Hinten am Berg sind eine. Du fährst gerade von ihnen weg. Wie der da drin steckt. Was ist da los mit ihm? Oder auch nicht gezählt. Die zählen nicht. Ja, wir fahren mal dahin, wo es dran steht. Madmap, ja, die heißen auch anders. Ja. Oh Gott, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Lass uns beide in den Fahrzeug. Nice. Ich würde sagen, ja, mach ich. Ich würde sagen, wir holen uns beide ein eigenes. Die machen verdammt viel Schaden und halten viel aus. Mhm. Ich vergebe jetzt diesen Skillpunkt, das wird nichts mehr. Okay. Hier ein Geschützturm. Dann wollt ihr mal, Mann. Ich mach das Fahrzeug klar. Dein Auto bei mir gerade auszieht, steckt einfach bei mir so schräg drin. Ja, ich komme auch nicht mehr raus. Ich schaff's jetzt schon, die Autos kaputt zu spawnen. Ah. Komm, ich jetzt mal eine andere Farbe. Nein! Ich bin schwarz. Lol. Ja. Also, jetzt bin ich auch rausgekommen. Alter, wenn dieser Rauch von den Raketen nicht einfach den ganzen Bildschirm verdunkeln würde. Kannst du ja Maschinengewehr spielen? Was? Da kommt jetzt noch einer raus. Awaiting! Sieh einen. Ah. Uncoming! Ba-ba-ba-rap. Ich glaube, ich habe da hinten auch noch mal einen gesehen. Irgendwas schießt da vor mir. Ja. Da ist einer. Oh, da ist ein blauer. Beim Fahrzeug geht es irgendwie nicht mehr so gut. Dann halte ich, halt ich mal raus. Ja. Meinem geht es auch nicht mehr so gut. Gut. Das hat mich jetzt auch gerade zerrissen. Halt dich raus und passiert dir nichts. Danke, dass du den Kampf zu mir gebracht hast. Ja, ich kann ruhig auch gerade auf den Respawn drücken. Ja. Irgendwie. Alter. Wie mache ich das, Flo? Kannst du mir das bitte beantworten? Ich weiß es nicht. Schau dir das mal an. Steht dein Problem nicht. Alter. Warte, ich helfe dir. Nein. So, jetzt, Alter. Was für ein Kampf. Ja, schlimmerer Kampf als gegen die Typen hier. Geil. Mein Fahrzeug fliegt das mal um. Ich habe aus Versehen ein MG-Ding geholt. Guter Mann. Naja, geht so. Gott, ist diese MG unpräzise. Ja. Hätte nein, du hast mich beschlossen. So, es kommen wieder zwei. I'm coming. Nein, ich will nicht aussteigen. Gott verdammt. Boah, aber wenn ich so nah an denen dran bin, macht die MG echt viel Schaden. Ja, oder mein Vogel auf sie angesetzt. Da oben ist der nächste. Zwei Stück sogar. Platsch! Was war das gerade? Du bist doch bei mir hochgeflogen. Alles richtig gemacht. Ich habe ihn abgehalten, davor dich fertig zu machen. Okay, das war's. Stirb! Verdammt. Jetzt will ich dich töten. Aus Brust allein schon. Jetzt wird's persönlich.
Banditen hin oder her, das waren astreine Flitzer. Astreine Flitzer. Hä? Du musst mir die überhaupt abgeben. Mit dem Typ da. Der auf dem Klo sitzt. Ah ja, genau. Gut, hat nur Geld und Erfahrung gegeben. Matt Mel getötet und nach Klapp, um mit Klapp gesprochen, okay. Das schaffen wir, oder? Denke. Wieso muss ich dich eigentlich wieder rumfahren? Warum nicht? Ich bin der Fahrer. Genau der. Genau deswegen. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verschabelt. Wir müssen da lang, ja. Das sieht da vorne nach einer Arena aus, irgendwie. Ja, wird's auch. Ich erinnere mich an den Kampf. Ah, du meinst an den Krampf? Okay. Nicht witzig. Ja, ich gehe einfach gleich zu dem Feuer, warte. Ich verbrenne schon langsam. Du weißt schon, dass das hier so ein Fahrzeugkampf wird, oder? Okay, dann töten wir. Vielleicht sollten wir aus dem Fahrzeug raus. Glaube nicht. Ich gehe aus dem Fahrzeug raus, das hat noch 20 Leben. Kann ich wieder aussteigen? Geil! Ich habe jetzt 5-mal auf E gedrückt, es ist einfach nichts passiert. Oh, ich schaff das! Ich schaff das! Ich hoffe es. Kann es sein, dass diese gegnerischen Fahrzeuge uns weniger Schaden machen als unserem Fahrzeug? Ah, ich nehm's zurück. Da wird drüber gesprochen. Ich bin aufgehauen. Alter, was macht der da? Okay, als erstes muss dieses Fahrzeug sterben jetzt. Nur erstmal die Psychos umzubringen, die mich uns gerade versuchen umzubringen. Psychos haben keine verdammten Raketenwerfer. Oh Gott, noch ein größeres Fahrzeug. Das ist Mad Max, das ist der Boss. Soll das eine Anspielung an Mad Max sein hier? Vielleicht. Er hat mir einfach eine Rakete ins Gesicht geschossen. Denke ich mir auch. Da ist was zum Umbringen rechts von dir, aber es ist zu weit weg. Vielleicht schaffe ich's. Also der Bildschirm ist noch dunkler. Nee, ich schaff's nicht. Ich drück E. Ja, ich auch nicht. Vergiss es. Wir brauchen 2 Fahrzeuge, das geht sonst nicht. Yep. Und achte jetzt diesmal drauf, dass du auch eins nimmst mit Raketenwerfer. Wobei das MG echt viel Schaden macht, wenn du an denen dran bist, muss ich sagen. Mehr als der Raketenwerfer. Aber du musst halt echt nah ran dafür. Ja. Wow, wo bin ich? Also mit meinem Fahrzeug hat sich das gleich erledigt. Es hat sich mit meinem Fahrzeug erledigt. Mit meinem auch, ich wurde aufs Dach gedreht. Ah, das ist nicht so gut. Ich geh mal raus und hol ein neues. Okay, das geht nicht. Also gut, mein Schild ist schon mal weg und ich habe fast kein Leben mehr. Fuck. Los, Bloodwing, töte. Ich hab Mad Mel gekillt. Na, ich wurde gerade überfahren. Ich bin sofort gestorben. Aber dann ich ein Auto. Ich bin in die Map reingeglitscht. Kommt direkt auf uns zu. Und hallo. Hallo, kann ich schießen? Ach, du bist jetzt drin. Ich dachte mir gerade, wieso kann ich nicht schießen? Gegen die. Die müssen weg. Danke. Wir müssen übrigens dahinter. Ja, die mussten weg, Flo. Die mussten. Karl. 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 Schade, ich dachte, wir bleiben in Claptrap hängen. Hashtag hängen geblieben. Nein. Haben wir hier noch irgendwelche Quests?
Sieht nicht danach aus. Guck mal. Ja. Okay. Auf ins nächste Gebiet. Auch nach New Haven. Genau.